Ja, Datei A besteht, ist in Sektor 1 und 3 abgegliedert. Sinnvoller wäre es aber in Sektor 1 und 2, weil dann habe ich schnelleren Zugriff. Das heißt, ich verschiebe den Teil aus Sektor 3 in Sektor 2. Und so läuft das ungefähr. Also ich hoffe, dass es halbwegs vernünftig erklärt, sodass ihr das auch verstehen könnt. Ha, herrlich. Und ja, wir haben hier zu Ende defragmentiert und können dementsprechend erstmal wieder weitergehen. So. Wurde aber auch langsam Zeit. Wir gehen hier runter. Was ist hier unten? Eine Energiebrücke, die wir deaktivieren können. Und hier drüben haben wir nix. Nein, haben wir nix. Okay. Wir suchen ja immer noch nach unserem Sprung-Upgrade, das ich jetzt auch mal so langsam haben will. So, deaktivieren. Aha. Und wieder aktiviert. Sehr schön. Jetzt kommen wir nämlich auch hier rüber. Danke, Programm. Gern geschehen. Ja, so nett sind wir. Wir helfen gerne. Was haben wir hier? Champ! Alpha Subroutine kostet 25 Energie und der Blaster kostet ebenfalls 25 Energie. Ja, dann laden wir beides runter. Können wir beides gut gebrauchen. Subroutinen verbessern die grundlegenden Features eines Oh Gott, wir werden direkt wieder angegriffen. Und wir haben jetzt aber auch unseren Blaster und wir können jetzt schießen. Oh, leider leer geschossen, denn das hat mich jetzt natürlich auch Energie gekostet. So, erstmal haben wir wieder eine neue Hilfedatei gekriegt. Subroutinen installieren. Um eine Subroutine in deinem Systemspeicher zu installieren, klicken Sie mit der linken Maustaste und lassen Sie mit einem weiteren Mausklick auf ein leeres Feld fallen. Abbildung 1 und 2. Ist sie installiert, drücke F1, um sie zu aktivieren. Tipp, um eine Subroutine möglichst schnell zu installieren, klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste an. Hinweis, der verfügbare freie Speicherplatz ist abhängig von der jeweiligen Systemumgebung. Mächtige Systeme besitzen die meisten Segmente zur Installation von Subroutinen, während langsamere Systeme nur über entsprechend weniger freie Segmente verfügen. Von dem Betreten eines neuen Systems wirst du gebeten, deine Subroutine zu rekonfigurieren. Das heißt, wir dürfen auch immer wieder neu entscheiden, wie sehen unsere Subroutinen aus. Och, wir haben hier schon wieder was zu defragmentieren. Gekriegt. Ist das denn hier wahr? Kann doch nicht wahr sein. So, Utility, wir haben unsere Sprungroutine. Die kostet 3 Punkte. Nee, doof angelegt. So ist besser. Und wir haben unseren Blaster, der hier sowieso automatisch mit eingebunden wird. Welcher aber leider, da wir eben gerade keine Energie haben, leer ist. Ey, hörst du mal auf damit hier? Oh Gott, ey. Zielen ist eine Kunst für sich. Aber ich hab's geschafft. Getroffen und versenkt. Haha. So, hier konnte ich mich da aufladen. Ja, kann ich gut. Denn wir können jetzt höher springen. Man sieht's ja auch schon. Und ich glaube, der Sprung. Nein, es verbraucht keine Energie. Wow! Wer von wo? Von wo aus wurde ich jetzt beschossen? Ja, die Gegner sind natürlich auch intelligent und rennen weg. Sauköpfe die. Oh, verdammt! Mehr Energie haben wir eben gerade nicht daraus bekommen. Duck Jump, um hier hochzukommen. What the fuck? Von wo aus? Ach, von da hinten. Du kleiner Sausack, du. Na, warte ab. Na, warte ab, dich kriege ich. Erwischt! So, hast du denn auch was Schönes für mich? Ich meine, du schießt ja die ganze Zeit auf mich. Will ich auch was Schönes von dir haben? Nein, nur ein bisschen Energie. Naja, besser als nichts. So, aber wir haben ja gesehen, hier hinten gibt es noch ein bisschen was runterzuladen und das will ich jetzt endlich haben. So, her damit. Nein! So, und so. Genehmigung Nummer 7, die haben wir ja schon, dafür brauche ich keine Energie mehr zu verschwenden, aber wir haben hier auch noch eine neue E-Mail drin. Betrifft Presseverleihung an alle Mitarbeiter von Management. Sollten Sie Mr. Bradley sehen, richten Sie ihm doch bitte aus, dass er in der Mitarbeiterkantine gebraucht wird. Der Vorstand. Genehmigung 7 habe ich aber schon. Ja, habe ich schon runtergeladen. Gut. Dann können wir jetzt auch weitergehen. Gibt es hier vielleicht noch irgendwo was Verstecktes? Ja, ich suche immer nach versteckten Sachen. Es könnte ja überall was versteckt sein. Ja. Man kennt ja die Entwickler. Die verstecken immer an den unmöglichsten Orten irgendwelche Sachen. So. Hier komme ich aber nicht weiter hoch. Also nein, hier gibt es nichts weiter. Da oben habe ich ja ein Programm abgeschossen. Dann werde ich jetzt als nächstes erstmal kurz hinrennen. Um mir die Datei von ihm zu holen. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas zum Runterladen. Ich weiß nämlich auch nicht mehr, wie lange die Sachen liegen bleiben. What the fuck? Werde ich hier schon wieder beschossen? Kann doch nicht wahr sein. Ja, ich werde erstmal noch nicht mit dem Blaster großartig arbeiten. Au.
What the hell? Ich habe nur noch 9 Energie. Oh Gott, unsere Subroutine JM wurde infiziert. Das ist schlecht. Dann würde ich sagen, desinfizieren wir das gute Timer. Und ja, den wir hier oben abgeschossen haben, der hat leider nichts liegen gelassen. Denn wenn wir desinfiziert sind, dann verlieren wir diese Subroutine. Und wenn wir so getroffen werden, sterben wir. Ende der Zeile. Toll. Oh Gott. Wann hat er denn das letzte Mal hier gespeichert? Okay, Leute, wir sehen uns gleich am selben Punkt wieder. So, da bin ich auch schon wieder. Ging relativ zügig und mir ist etwas Cooles aufgefallen, falls jetzt wahrscheinlich auch schon Kommentare dazu kamen, warum das bei euch anders ist. Die Updates, die liegen jedes Mal bei einem Programm statt woanders. Nein, die haben mich infiziert, die Schweine, ey. Na, wartet ab. Ja, die schmeißen hier nämlich infizierten Quellcode rum. Und deswegen muss ich defragmentieren, weil sonst mein System natürlich davon befallen wird. Und das wäre ungünstig. Ich hoffe, ich habe es diesmal dann jetzt richtig erklärt oder erzählt. Moment. So, bevor ich mit dir da hinten rede, nehme ich hier noch ein bisschen was mit. Oh, ein Profiler. Was ist das denn Schönes? Ja, nehmen wir es mal mit. Werden wir rausfinden. F1, eine neue Subroutine. Der sogenannte Profiler, 100% korrupt. Upgrade-Status Alpha, Energieverbrauch keiner. Verschafft dir wichtige Informationen über Programme, auf die du zielst. Alpha, zeige Namen und Gesundheit des Ziels an. Beta, zeigt Namen, Gesundheit und Rüstung des Ziels an. Gold, zeigt Namen, Gesundheit, Rüstung und Ausrüstung des Ziels an. Also das heißt, es gibt 3 unterschiedliche Versionen. Normalerweise, ja, man kann es mit der Spielerentwicklung vergleichen. Zuerst steht eine Idee und dann wird ein bisschen was aufgezeichnet, schon mal angefangen zu programmieren. Das nennt man dann sozusagen die Alpha. Ist die Alpha irgendwann abgeschlossen, geht das Ganze in die Beta. Das heißt, da werden dann werden auf Feinheiten geachtet, werden noch etwaige Fehler rausgehauen. Und dann, wenn das Spiel fertig ist, wird es released sozusagen als Gold. Oder so kann man das hier eben gerade gleichsetzen. Ja, falls ich mal wieder Blödsinn erzähle, naja, ihr kennt es ja. Ihr wisst, wo die Kommentarfunktion ist. Berichtet mich, ich mag das ganz gerne. Ich kann nur nicht drauf eingehen, weil ich habe mir eigentlich vorgenommen, das gesamte Spiel an einem Stück aufzunehmen. Deswegen mache ich mir um gerade nochmal mit Zigarette fertig. Und werde dieses Programm erstmal desinfizieren lassen. Ich denke mal, das sollte ziemlich nützlich sein. So. Danke, Programm. Ich hatte schon Angst, meine Subroutinen seien womöglich beschädigt. Follow me to the exit. Ja, Bytes spricht mittlerweile komischerweise zwischendurch auf Englisch mit uns. Ich weiß nicht warum. Aber wir haben eine neue Hilfedatei gekriegt. Korruption! Wichtig! Im Verlauf deiner Mission wirst du Programmen begegnen, die dein Systemspeicher beschädigen können. Wird eine installierte Subroutine beschädigt? Abbildung 1. Da in der Mitte. Wird das aktive Subroutinen-Symbol auf deiner Anzeige grün? Abbildung 2. Eine korrupte Subroutine arbeitet nicht wie vorgesehen. Außerdem füllt sich dein Systemspeicher mit fehlerhaften Blöcken. Abbildung Nummer 3. Wenn du korrupten Programmen begegnest, ein fehlerhafter Block im Systemspeicher macht diesen Block für eine Subroutine unbenutzbar. Um eine korrupte Subroutine zu säubern oder einen fehlerhaften Block zu entfernen, verwende die Desinfizieren- bzw. Defragmentieren-Prozeduren im Subroutinen-Menü. Siehe auch Hilfedateien und Prozeduren. Brauche ich nicht mehr, habe ich ja schon gemacht. Und deswegen können wir jetzt hier eigentlich hochspringen. Wenn ich denn hoch genug springen würde. Aber Profiler wurde erfolgreich desinfiziert, das heißt, die kann ich dann jetzt auch einfügen. Sehr schön. Auch wieder 3 Plätze weg. Und hier oben ist immer noch was infiziert. Na, das geht ja so nicht hier. Schnell nicht desinfiziert, aber ich muss es defragmentieren. So, hier hoch. Endlich. 2 Update-Punkte zur Versionsnummer hinzugefügt. Nachricht. Mit Byte am Absatz wiederverein. Okay, was haben wir hier? Hier können wir den Profiler runterladen. Den haben wir ja schon. Man sieht auch Alpha-Subroutine. Kostet 25 Energie, aber haben wir ja schon. Aber wir haben da noch eine E-Mail, die ich haben will. Wir müssen sparsam mit der Energie umgehen. Betrifft Preisverleihung an alle Mitarbeiter vom Management. Offensichtlich ist es Mr. Bradley nicht möglich, an der Verleihung teilzunehmen. Für alle, die es interessiert, werden wir die Urkunde in der nächsten Ausgabe unserer Firmenzeitschrift abdrucken. Der Vorstand. Also man merkt schon, draußen in der realen Welt ist auch noch einiges los. Aber hier sollen wir lang.
Und wir sind aus dem korrupten Sektor entkommen. Kommandodeck des Kernels, Netzwerk-ID, primäre ICP-Domain. Kernel des Systemscan zeigt Schäden an den Partitionen 5 bis 32. Alle Schreibzugriffsprivilegien blockieren und mehr ICPs hineinschicken. Jawohl, Sir. Konnten Sie die Quelle isolieren? Negativ, Sir. Wir haben allerdings die Signatur eines nicht-zertifizierten Programms in diesem Sektor. Programm unter Quarantäne stellen und zu mir. Von welchem Programm hat der denn jetzt geredet? Also, das war sozusagen das interne Verteidigungssystem oder auch, das sozusagen Antivirenprogramm. Also, was bist du jetzt? Ein Bit? Ein Bit? Ja, ich bin ein Byte. Mafia würde nie ein ordinäres Bit den Job eines Bytes erledigen lassen. Du musst wissen, Mister. Psst. Programmintegration, Sektor 23 bis hau mich tot, fall nicht um. Login, fehlgeschlagen. Erneuter Versuch, Login, fehlgeschlagen. Jet 5241, hihi, nicht autorisiert. Was ist das denn? Optimierungssoftware. Was kann ich denn jetzt, um eine Subroutine zu optimieren, genügt es, sie hierher zu ziehen und abzulenken. Gucken wir mal. Optimiert, sie ist kleiner geworden und damit in die Beta gegangen. Der Energieverbrauch verbessert deine Sprunghöhe jetzt um 30% verbessert. In der Gold braucht ihr auch nur noch einen Platz und ist dann um 45% verbessert. Na, hätte ich eher das andere machen. Um den Powerstream-Kontrollsektor betreten zu dürfen. Folge mir. Okay, aber ich habe erstmal neue Hilfe bekommen. Die gucke ich noch an. Subroutine optimieren. Okay, das ist das, was ich ihm gerade erklärt habe. Hier darf ich nicht rein. Toll. Und ich habe meine ganzen Sachen wieder verloren. Ja, meine ganzen Zugänge. Ma, ärgerlich. Was ist das denn? Wachsignal. Deaktivieren. Geht nicht. Fehlt mir die Erforderung. Ne? Genehmigung.